Okay, yeah. Let's get the party started. So. Er hat eine 5 gewürfelt. Okay. Daiki. Daiki hat eine 5 gewürfelt. Und ich. Hey, weißt du, wo der Daiki ist? Ja. Was? Weißt du es denn? Was? Weißt du, wo der Daiki ist? Nein. Okay, gut. Weiter mal. Aber ich nur 4. Ich fang an. Und der Exes will rechnen. Ich rechne. Auch wenn er es nicht kann. Ich kann es nicht. Seit ja, vor allem, weil er nicht rechnen muss. Er muss einfach nur was alles eingeben. Wer fängt denn an? Er. So, erstmal Topf der Gegensätzlichkeit. Mit Zwangsevakuierung auf die Hand. Jo. Das ist die Katze. Anderen beiden überschicken. Ich vermute mal, dass die ganze Geschichte tausendmal besser sind als meine. So. Das ist auf jeden Fall mehr. Dann mache ich Verstärkung für die Armee. Jo. Und hol mir. Und dir die Angreifer auf die Hand? Jo. Außerdem haben es bis jetzt noch keine Favoriten oder so. Ja, ich habe auch noch keine Favoriten. Du hast ja auch mal streng so, gestellt. Dann spiele ich Ninja Großmeister Hanzo. Effekt. Mhm. Erstmal einen Effekt nach dem anderen rausballern. Ninja Kunst. Das sagt ich mir aber auch gerade so. Ein Teil. Spiele 4 verdeckte Karten. Beende. Ich ziehe. Ich aktiviere Ninja Kunst der Verwandlung. Ich kette darauf mein Buch des Mondes an. Okay. Das heißt, dein Hanzo geht verdeckt und deine Kunst der Verwandlung hat kein Ziel. Okay. Das heißt, die geht drauf. Ja, ja. So, Aber das ist doch eigentlich eine Kette. Ja. Ich bin Kettenglied 2. Achso, stimmt, ja, das wird da. Ja. Das ist schon alles richtig. Soll ich das Begräbnis? Ja. Ich schmeiße meinen Vampirzauberer auf den Friedhof. Mhm. Achso, was ist so eine. Genau. Ich aktiviere den Effekt nochmal am Vampirzauberer. Wir fällen ihn vom Friedhof aus dem Spiel. Ja. Darf jetzt ein Vampirmonster beschwören, ein Vampirprinzessmonster ohne Tribut zu beschwören, zu benutzen. Vampirverführerin. Zwangsevakuierung. Das war Normalbeschwörung jetzt, ne? Ja. Okay. Set 2. Und du bist. Verdammt. Mit Behandlung, aktiviere Linie von der Verwandlung. Ja. Drückst du halt dann einfach mit rein. So, opfere ihn. Und hole mir Finsternis Maul. Ich aktiviere mystischer Raumtyphon auf den Linie von der Verwandlung. Geblockt. So, sind die beiden schon mal raus. Eine verdeckt, DD-Angreifer mit 1700 direkt. Geht durch. Ja. Mach dir die Tür auf. Na gut. Du bist es falsch geschrieben. Alles klar. Blöd, aber okay. Ich hab auch ein paar. Spiele einmal zum Unverdeckt. Scheinungslos und du bist. 8000 zu 6200 steht es. Die Kriegerin. Wenn sie gar rufen. DD-Angreifer bleibt ein verdecktes. Solche. 1500 direkt. Geht durch. Beende. Ich ziehe. Ach, hier hat ein Kuchen mit Kapazität schon. Diese ganzen Ideen gehen mir so tierisch auf den Sack, ne? Alter, das hast du sehr gut gemacht. Das ist auch gut so. Lobte Kuchen, was für ein bescheuertes Mal. Kuchen, sag mal, ein Enkelkind. Von genau das, was du jetzt gerade brauchst. Ich rufe Mitsuki. Ja, okay. Effekt von solchen? Ja, weiß ich, versteckt. Spezialbeschwörung? Solo. Ernste Warnung. Okay. Das ist besser. Was passiert da? Hab ich irgendwas verpasst? Nein. Ja, Daki hat gerade 2000 Lebenspunkte gezahlt, um seinen solchen verbreitenden Zombie zu annullieren. Ich weiß nicht, ob ich so ganz so cool! Verbanner des Strahlens. Autsch. Die Angreifer greift ihn an, beide aus dem Spiel. 1500, 1600. Beides. Oh, jetzt wird's langsam knifflig. Noch 1700 Lebenspunkte. Game. Ja! Ah! Das heißt, ihr müsst jetzt auch einen Entscheidungsteil machen. Ja. Aber auch nur Ketten, also. Ah.
So, also haben wir jetzt das Finale, oder? Ja, weil wir beide zwei Sieger haben. Ja, dann können wir es ja direkt durchlaufen. Ja, lassen wir ja durchlaufen. Yeah. Okay, also geht's direkt weiter. Es steht 1-2-2. Steht 1-2-2-1-2. Und ihr beide spielt um Platz 2, oder? Von mir aus. So. Ah, oh Mann, voll wichtig diesmal besser. Aber ich weiß nicht, wenn ihr jetzt um 17 Uhr da sein wollt, dann müssten wir eigentlich jetzt losfahren. Weil wir brauchen 45 Minuten bis 15 Minuten, bis wir an der Kasse sind. Dann lass uns das jetzt mal fertig drehen und dann. Würfel. Ich würfel. Ich würfel für Daiki. Eine 1. Würfel für mich? Für Slay. Würfel nochmal für Daiki. Eine 3. Ich würfel nochmal für Daiki. Eine 4. Okay, das zählt natürlich. Ja, normalerweise normalerweise okay. Braucht ihr die gar nicht würfeln, weil. Der Verlierer entscheidet. Ja, aber es ist ja eigentlich ein ganz neues Duell. Blablabla. Bla, 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 bla. Ja, das stimmt schon. Ja, da hängt jetzt ein zweiter Tastatur um. Ich aktiviere mein Vampirkönigreich. Die kann was? Während der Schadensbrechung hat alle meine Zombies sofort ATK. Nur während der Schadensbrechung. Nur während der Schadensbrechung. Also wenn mein Stärker ist, kann ich es trotzdem zerstören. Wie jetzt? Ne, wenn du Battleface bist und du dann angreifst, ist dann eine Schadensbrechung. Also während der Damage Step. Schadensbrechung ist nach der Zerstörung. Nicht? Nein. Nicht? Ja, okay, gut, ja. Und wenn du eine Karte von deinem Deck auf den Friedhof legst, kann ich einen Vampir von meinem Monster von meinem Deck oder meine Hand auf den Friedhof legen und eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Okay. Ich spiele eine Karte verdeckt und vor allem zur Verteidigungsmodus. Mega schon mega tens. Und du bist. Round! Ich gebe Ami und Yuki ein und krieg da als Geschichte Negachan und Negatens. Was? Ja, es ist so, als wenn du Google, Alter. Sieht man überhaupt alles? Guck mal hier rein, überhaupt. Alles wunderbar. Oh, gibt's denn schon dafür Galane? Beende erstmal. Ich ziehe. Mhm. Ich opfere meine Pyramidenschildkröte. Mhm. Für meinen Schattenvampir. Okay. Schattenvampir möchte ich nutzen. Der kann. Ich kann jetzt einen Vampir für Zimmes von Zappan Deck spezial beschwören. Okay. Stufe ist egal. Stufe ist vollkommen random. Attacke auch und so. Attacke auch. Okay. Es muss halt nur Vampir im Namen haben und von Finsternis sein. Vampir Lord. Ist okay. Alt. Sehr alt. Sehr alt. Dann möchte ich in die Battlephase übergehen. Schattenvampir Angriff. Spiegelkraft. Straight in your face. Effekt vom Vampirlord funktioniert nicht. Doch. Warum? Weil er durch einen Effekt einer Karte zerstört wurde. Also kommt er in meiner nächsten Standby-Phase wieder. Okay. Du bist. Okay. Ich dachte nur, wenn er zielt. Den ja Großmeister Hanzo? Nein. Also ja, aber nein zu ihm. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Schon mal 1800 Schaden. Kannst du eh nichts machen. Wenn das irgendwie Wähler oder so ein Trick? Nein, nicht in dem Deck. Wäre okay. Ja, auch mal eine geile Idee. Wähler. Aufrichtig in einem Finsternis-Deck? Hey, Wähler. Achso, Wähler. Eine verdeckt, beende, du ziehst. Mann, du musst scheiß Bett, wenn du los, wenn damit mein neues cooles Bett aufbauen kann, damit ich dort Stand Sand habe. Yay. Das Dumme ist, du musst mir zwei 90er-Matratzen erstmal kaufen. Und oder eine 180er, ist günstiger. Nicht. Da gibt es 180er Matratzen. Ja, ich muss ja auch noch Latten raus, muss ich auch noch holen. Oh. Ich hatte ja schon einmal eine 90er und eine 80er. Da eine 90er Latten raus und eine 90er Matratze. Ja, ganz ruhig. Das Bett geht aber eher. Dann hat er keine Matratze und so ein Scheiß. Ich opfere meinen Vampirlord. Ja. Für meinen Vampirgraf. Okay. Vampirgraf Effekt. Ja. Vampirlord. Ja. Exit. Ja. Atreus. Ja. Atreus Effekt. Ja. Zerstöre. Und Smirnoff? Okay. Smirnoff. Smirnoff? Smirnoff ist ein Wodka. Wie heißt der nochmal? Simorgh. Simorgh, genau, meine ich doch. 2-6 direkt. Okay. Ich bin schon jetzt genau saufen, ich merke schon. Und du? Du bist nicht, wir haben saufen. Die sind immer, wir haben saufen. 5400 zu 6200. Naiko! Die Idee angreifen? Angriff? Ja. Bei dir 900, 2000 Spiel. Ja. Du bist. Ich habe jetzt den blauen Fleck bekommen von. Ich spiele ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus und du bist? Die war heute Morgen voll das Ninja Girl, ey. Die hat sich einfach mal versteckt. Ja, hat einfach mal auf die Anlehne. Nee, Kriege, Angriff.
Effekt. Beide aus dem Spiel. Du bist. Mitsuki im Angriffsmodus. Mhm. Mitsuki Angriff. Ja. Verlierst du 2200. Also weil er ein Zombie ist. Und? Die Achso, wenn ich da die Vampire kriege. Ah, ja, okay. Nein, alle Zombies. Okay. Wie viel habe ich noch? Du hast jetzt noch 2300. Reicht. Du bist? Reicht locker. Beschwörungsmensch. Ja. Perfekt. Wer für MST ab? Achso, aus dem Deck. Oh, ich hätte vielleicht MST genutzt, um das Vampirkönig gleich zu vernichten. Scheiße. Entspann dich. Aber er hat einen Plan, er hat einen Plan, er hat den Plan. Ja, er ist Daiki, Alter. Er hat einen Plan. Wer weiß, vielleicht habe ich auch einen Plan. Vielleicht ist es gerade mein Plan, dass er mal mit Zug zerstört. Du hast keinen Plan. Du bist planlos. Ja, ich bin die Überlebenden. Ja. Jetzt kommt die Exit, Alter. Pass auf. Jetzt gibt's richtig badass-mäßig auf den Mund. Greif ihn an. Geht durch. 100 Schaden. Nee, stopp, du kriegst Schaden. Er kriegt 5 Schaden. Wer schafft die Rechnung? Kriege ich 400 Schaden. Soll der jetzt zerstört? Ja. Verdammter Scheiß, Mann. Alter, jetzt hast du mir meinen Plan dadurch versorgt, dass du ein Display gemacht hast. Das war unüberlegt. Wie viel hat er noch? 1900. Ja, der Sprit geht, Alter. Er muss heute Abend über die Nacht haben. Der braucht auf jeden Fall Nerventrank. Schwarzes Loch. Ja. Mitsuki Effekt. Mhm. Vampir Lord. Ja. Ja, Vampir Lord direkter Angriff. Ja. Bam, 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 bam. Oh, ich hätte. Fuck. Ja, das war so dumm, ey. Ich bin auf Schwarzes Loch Mitsuki kommen hier raus gewesen. Und dann hätte ich sowieso noch. Ich hätte die scheiß Ark holen sollen, Alter. Und dann ja, das hätte ja aber nichts gebracht. Na klar. Ich wäre drüber gekommen. Mitsuki, Schwarzes Loch, hätte ich einen Abgang. Ja, hättest du einen Abgang. Hätte ich Mitsuki-Effekt benutzt, hätte mein Grafen, dann wäre der Effekt getriggert. Ich hätte einen Vampir auf den Friedhof geschmissen vom Deck aus, hätte wieder deine Ark getriggert und dann wäre ich in Battlefass und hätte deine Ark zerstört. Ja, okay. Palim, 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 palim. Also. Die auf yes. Läuft noch. Juhi. Da hat der Slay einmal Knebel. Warte nochmal, ich will die Aufnahme. Was? Steht da Aufnahme? Ja, das nimmt die ganze Zeit unser Glauben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Turnier hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe auch. Ich habe gerade erfahren, dass du Deckprofiling jetzt erstmal abgebaut ist, weil wir jetzt nach Hause fahren müssen, die anderen. Weil sonst Mama böse wird. Und schreibt alles in die Kommentare. Deckprofile kommt auf jeden Fall irgendwann mal, das werden wir auf jeden Fall machen. Auch genau mit den Decks. Ich kann ja auch einfach so mal für mich selber halt ein Deckprofile machen, pipapo. Und so auch wie wir uns halt treffen, der Exis und der Daiki und ich, werden wir auf jeden Fall mal was machen können wieder. Ja, dann werde ich den Versuch sehen und ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!